Zwei Iren, John und Sean, wollen am Samstagabend einen trinken gehen. Als sie ihre Finanzen überprüfen, stellen sie fest, dass sie zusammen noch 50 Cent besitzen. Nicht genug für einen feuchtfröhlichen Abend. Plötzlich hat John eine Idee. Er geht mit den 50 Cent in eine Metzgerei und kauft eine Bockwurst. Sean will ihn gerade für total bescheuert erklären lassen, als dieser sagt, lass uns mal zusammen in ein Pub gehen. Wir bestellen zwei Pints. Wir trinken aus. Dann gehst du vor mir auf die Knie, öffnest meinen Hosenschlitz und ziehst die Bockwurst, die ich in der Tasche habe, raus und nimmst sie in den Mund. Du wirst sehen, was passiert. Die beiden gehen in den Pub, trinken zwei Pints, Sean geht vor dem anderen auf die Knie und fängt an, die Bockwurst in den Mund zu nehmen und daran zu lutschen. Der Wirt sieht das, ist total sauer. Raus aus meinem Pub! Solche Sauereien dulde ich nicht in meinem Laden. Raus! Und zwar sofort! Die beiden gehen raus. John sagt, und? Haben wir bezahlt? Nichts. Rein ins nächste Pub, zwei Pints, austrinken, Bockwurstnummer, sofortiger Rausschmiss. Wieder nichts bezahlt. Nach 12 weiteren Pubs lallt Sean John an. Ich kann nicht mehr. Erstens bin ich total besoffen und dann tun mir die Knie weh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die verdammten Knie weh tun. John antwortet, du und deine scheiß Knie. Was soll ich denn sagen? Ich habe nach dem 6. Pub die scheiß Bockwurst verloren.